Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus dem Landrat hier aus der Messe von Basel. Bei mir ist heute Saskia Schenker. Saskia, die FDP hat lanciert, und zwar Fit für die Zukunft Basel-Land, ein Päckchen von Vorstössen für ein wettbewerbsfähigeres Baselbiet. Es heisst hier innen, so hat die Baselbieter Wirtschaft dank guter Wirtschaftsstruktur grosse Innovationskraft und guter Erreichbarkeit zwar eine hervorragende Ausgangslage. Jedoch. Wir machen nicht genug daraus. Wir sind nämlich bei zwei Faktoren. Das ist einerseits der Arbeitsmarkt und das zweite Kostenumfeld. Stehen wir im interkantonalen Vergleich überhaupt nicht gut da. Wir sind dort auf Rang 21 und das heisst, die Ausgangslage wäre super, aber wir müssen in diesen zwei Punkten besser werden, um wirklich in Zukunft weiterhin viele und gute Arbeitsplätze zu haben in unserem Kanton. Dann, Entschuldigung, es ist gerade ein bisschen umständlich da, aber gehen wir gerade auf etwas ein, haben wir gut vorbereitet. Zwei Vorstöße, die drinnen sind, Massnahmen, um das Fachkräftepotenzial in Baselbiet besser auszuschöpfen. Du hast jetzt gesagt, wir sind nur auf Rang 21. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass doch in den letzten Jahren immer wieder wirtschaftliche Bestrebungen für den Standort Baselbiet gemacht worden sind. Ja, bei diesem Faktor, bei den Fachkräften oder beim Arbeitsmarkt ist es eben so, wir sind, insgesamt ist unsere Demografie überaltert. Also wir haben eine ältere Bevölkerung oder mehrheitlich ältere Bevölkerung. Das kann man und wenn man nicht ändern in dem Sinn. Aber dann ist es eben umso wichtiger, dass man die berufstätige Bevölkerung, dass man dort eben schaut, dass möglichst viele berufstätig sind. Und da wollen wir Hürden verringern, dass man eben das Potenzial, wie man es so schön sagt, wirklich ausnutzen kann. Es geht aber noch weiter. Ich habe dann gesehen, Heiratsstrafe und Zweitverdienerstrafe. Wie gehört das in so ein Massnahmenwirtschaftspaket hinein? Ja, dort läuft eine nationale Initiative, dass man künftig die Individualbesteuerung hat, weil die heutige Besteuerung eben einerseits die Heiratsstrafe mit sich bringt, aber andererseits auch das Zweitverdienereinkommen, das meistens das Einkommen von der Frau ist, eben tut schlechter stellen. Und dort zeigen diverse Studien, dass das ein Grund ist, warum wir weniger Frauen gerade zwischen 25 und 40 im Arbeitsmarkt haben, als das andere Länder haben. Und mit der Verbesserung des Steuersystems, dass man künftig Individualbesteuerung haben, also jedes Einkommen wird einzeln besteuert, auch bei der Ehe, tut man die Hürden abbauen. Was der Kanton hier machen kann, ist, dass er sich selber auch einsetzt dafür, dass die Individualbesteuerung kommt, und das verlangen wir als FDP, weil beim letzten Versuch von dieser Reform haben vor allem die Stände, also Kantone, dort Widerstand geleistet. Jetzt wollen wir, dass unser Kanton keinen Widerstand mehr leistet, sobald die Initiative eingereicht ist. Ich spüre von dir eine grosse Dynamik auch für die Gesamtheit von diesen Themen. Und ich habe auch ein bisschen daraus herausgenommen, ihr habt das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch wo Corona wieder ein bisschen lockern sollte, dass wir jetzt auch nicht einfach nur Schäden decken, sondern ihr möchtet gerne ein bisschen mehr in Zukunft visionieren. Ja, ich finde es ganz wichtig, oder wir als FDP finden es ganz wichtig, dass wir wirklich vorne schauen. Weil wir spüren alle, es ist so das Gefühl von auf eine Art stehen bleiben, abwarten, sorgen, nicht recht wissen, wie geht es weiter. Und ich glaube, wir sind auch als Parteien, als Politik dafür verantwortlich, dass wir Zukunftsperspektiven schaffen. Und als FDP, ich sehe uns als eine Partei, die zukunftsorientiert schafft. Und ich glaube, das bringt auch so eine positive Grundstimmung mit sich. Und dafür sind wir verantwortlich und da wollen wir uns eben auch einsetzen. Bei mir ist jetzt Pascal Meschberger, die Landrätin von der SP. Und die SP hat ein bisschen ihren Unmut kundgetan. Und da heisst es, die SP will Armut im Kanton reduzieren. Pascal, ich habe gemeint, das ist bereits unterwegs. Die haben auch diverse Vorstösse gemacht. Genau, wir freuen uns eigentlich sehr ab dieser Armutsstrategie, die wir finden, die ist ausgezeichnet erarbeitet worden. Sie liefert unglaublich gute Positionen oder Ausgangslage, die wir ansetzen können, um etwas zu verbessern in diesem Kanton. Aber wir wissen, wir sind in einem bürgerlichen Kanton. Darum ist unser Anliegen als SP, gleichzeitig mit dieser Armutsstrategie, die in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden sollte, auch ein bisschen unsere Schwerpunkte oder wichtige Aspekte hineinzubringen, dass es am Schluss nicht einfach ein Papiertiger gibt.
Hast du ein Beispiel? Was sind das für Punkte? Weil eben einerseits ist es ja schon ausgearbeitet worden und ihr habt trotzdem diverse Knackpunkte gefunden, wo ihr denkt, da könnte man noch etwas ansetzen. Also ein grosses Feld für mich, das ist aber noch ein bisschen weiter Ferne, wäre sicher auch das Wohnen. Also da muss man sicher noch recht viel machen. Gewisse Sachen sind am Gehen, Mietzinsreduktionen werden im Moment in Faxprojekten besprochen. Aber ich glaube, gerade genossenschaftlicher Bau und überhaupt, da gibt es noch viel zu tun. Und was natürlich jetzt auch gerade in unseren Vorstössen noch ist, eine Gruppe wird ein bisschen vergessen im Ganzen. Und das sind die, die eigentlich durch sämtliche Maschen gefallen sind. Und da kann man dann auch nicht mehr sagen, die sollen ein Assessment-Center, was ich übrigens eine gute Idee finde, weil die kommen nicht mehr aufs Amt, die sind weg, die sind irgendwo auf der Strasse. Und uns ist auch ein Anliegen, wenn das eine kleine Gruppe ist, aber ich finde, als Schweizer Bevölkerung haben wir auch eine Verantwortung für die. Vielleicht sind wir ein Stück weit sogar mitverantwortlich, dass sie dort gelandet sind. Und auch wenn es wenige Leute sind, aber auch die brauchen Unterstützung. So ein weiteres Thema ist Wärmestube. Was hat es mit dem auf sich? Das ist eben genau so ein Punkt. Das wäre so ein bisschen die Idee. Nicht, dass das der Kanton feiert. Das wäre, glaube ich, auch nicht zielführend. Das müssen vielleicht schon andere machen. Aber es braucht Unterstützung, weil das kostet. Das ist ein Ort, wo Leute zu essen kriegen, die sich das eben nicht leisten können. Vielleicht zahlen sie einen symbolischen Beitrag. Wo aber allenfalls auch andere Leute essen können. Also es gibt Basel auch so Beispiele, wo sich dann auch wieder eine Integration bildet, wo sich die Leute treffen, sich können informieren, wo kann ich Hilfe kriegen und einfach wieder am Leben können teilnehmen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist das jetzt ein Vorstoss? Da haben die schon Vorstöße gemacht. Was ist jetzt das Ziel davon? Also wir hoffen natürlich, auch wenn wir realistisch sind, aber wir hoffen, dass die Vorstöße trotzdem überwiesen werden. Es ist ja nur mal die Regierung, die sie nicht übernehmen will, bis auf einen. Aber ja, wir sind realistisch, es wird schwierig werden, die durchzubringen. Und wir werden immer wieder stoßen, immer wieder neue Ideen bringen, wie wir etwas unterstützen können, wenn konkrete Projekte da sind, auch von Privaten, die gerne etwas aufziehen wollen. Vielleicht kann man dann wieder kommen mit dem. Ich glaube, da werden wir einfach in den nächsten Jahren dranbleiben. Und schwierig oder nicht, Pascal Meschberger, die Landrätin von der SP, wird auf jeden Fall dranbleiben.